Hallo, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Heute habe ich mal wieder eine Sofern-Taschenlampe für euch. Und zwar geht es heute um die Sofern SC31T. Es handelt sich heute um eine taktische Taschenlampe. Da schauen wir gerade mal, was wir alles so im Lieferumfang dabei haben. Na. So, da haben wir hier zum einen ein einfaches Lanyard mit zwei Ersatzohrringen, also zwei Gummidichtungen. Das altbewährte USB-C-Ladekabel. Die Bedienungsanleitung, komplett leider ohne deutschen Teil. Außerdem haben wir hier noch den hauseigenen Sofern 18650er Akku mit 3000 mAh. Die SC31T ist ein kleines Stück länger als die SC31 Pro, die ich euch ja vor einiger Zeit schon mal vorgestellt habe. Also wer das Video anschauen möchte, kann das natürlich gerne tun. Die Leistungsdaten sind im Prinzip absolut gleich. Beide Lampen haben 2000 Lumen im Turbo-Modus und jeweils eine SSD40 LED verbaut. Zwei Unterschiede gibt es allerdings. Die SC31 Pro verfügt über einen Andoril-Treiber und die SC31T hat einen ganz normalen Treiber verbaut. Außerdem verfügt diese über einen Heckschalter und die SC31 Pro wird nur über den seitlichen Klicker ein- und ausgeschaltet. Also um die SC31T einzuschalten, muss man auf jeden Fall den Heckschalter betätigen. Erst dann kann man die einzelnen Leuchtstufen durch den seitlichen Klicker durchschalten. Ich zeige euch das gerade mal. Die Taschenlampe, wenn man sie einschaltet, beginnt immer in der zuletzt genutzten Leuchtstufe, also außer den Turbo-Modus. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Taschenlampe auf 800 Lumen genutzt habe, schalte diese aus, schalte dann wieder ein, fängt diese auch wieder bei 800 Lumen direkt an. Und so weiter. Ich kann das ja mal hier demonstrieren. Jetzt haben wir hier 800 Lumen. Jetzt sind wir unten auf 10 Lumen. Wenn ich die Taschenlampe jetzt ausschalte und schalte wieder ein, sind wir wieder bei 10 Lumen und so weiter. Jetzt sind wir bei 300 Lumen. Wenn ich jetzt die Taschenlampe ausschalte und schalte wieder ein, geht es mit 300 Lumen weiter. Um in den Moonlight-Modus zu kommen, ist es etwas komplizierter. Da muss man zuerst den seitlichen Klicker gedrückt halten und dann den Heckschalter betätigen. Erst dann kommt man in den Moonlight-Modus, der hier in dem Fall ein Lumen beträgt. Ist ein bisschen umständlich, weil man dafür zwei Hände braucht, aber naja, ist auch okay. Jedenfalls geht es dann weiter mit 10 Lumen, 80 Lumen, 300 Lumen, 800 Lumen. Dann Doppelklick, 2000 Lumen Turbo-Modus, ist schon gewaltig hell. Wenn ich jetzt dreimal klicke, komme ich außerdem noch in den Stroboskop-Modus. Wenn die Lampe eingeschaltet ist und ich drücke viermal, blinkt die Lampe zweimal. Jetzt kann ich die einzelnen Leuchtstufen stufenlos hoch und runter schalten durch Drücken des seitlichen Klickers. Also drücken, gedrückt halten. Jetzt geht es hoch und runter stufenlos. Wieder viermal klicken. Lampe blinkt zweimal. Jetzt kann man die einzelnen Leuchtstufen wieder ganz normal durchschalten. Der seitliche Klicker lässt sich übrigens sehr gut bedienen, sehr gut drücken. Der ist aus Gummi, der ist sehr griffig. Das hat alles Hand und Fuß, was Sofern hier macht. Also alles in allem sowieso eine sehr hochwertige,
relativ preiswerte Taschenlampe. Wie immer von Sofern eigentlich, da stimmt immer der Preis, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kann ich überhaupt nichts Schlechtes sagen. Ja, kommen wir mal noch zu den Abmessungen der Lampe. Also die Länge beträgt 125,5 mm. Der Griff hat einen Durchmesser von 23 mm und der Lampenkopf liegt bei 26 mm Durchmesser. Das Gewicht ohne Akku liegt bei 67 Gramm. Mit Akku sind wir bei 113 Gramm. Die Leuchtweite ist mit 209 Meter angegeben. Verbaut ist hier eine SSD40 LED hinter gehärtetem Mineralglas. Ja, wasserdicht nach IPX8 Zertifizierung bis zu 2 Meter Wassertiefe. Die Fallhöhe ist mit 1 Meter angegeben. Also das heißt, wenn die Taschenlampe mal aus einer Höhe bis zu 1 Meter runterfallen sollte, sollte diese trotzdem noch funktionieren. Preislich liegt man so circa bei 45 Euro, zum Beispiel bei Amazon. Den Link füge ich in der Videobeschreibung hinzu. Da könnt ihr dann gucken, wo ihr die Taschenlampe bei Amazon erwerben könnt. Die Firma Sofern wollte mir auch noch einen Rabattcode durchgeben. Das ist leider bisher noch nicht passiert. Falls ich den dann jetzt die Tage noch bekomme, füge ich diesen natürlich in der Videobeschreibung hinzu. Dann haben wir hier noch einen starken Gürtelclip. Der ist richtig stark. Hier seht ihr die Gummiabdeckung über der USB-C-Ladebuchse. Gut, so viel zu den technischen Daten. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, die Laufzeit im Turbo-Modus, also mit 2000 Lumen, ist mit 2,5 Stunden angegeben. Also das ist schon enorm. Ich kenne da andere Taschenlampen, die machen da nach 2-3 Minuten schon schlapp. Gut, dann würde ich sagen, geht es noch weiter mit ein paar Praxisaufnahmen im Dunkeln. So, weiter geht's mit ein paar Praxisaufnahmen von der Sofern SC31T. Ich bin hier gerade im 10-Lumen-Modus. Ihr seht es hier vorne leicht auf dem Gras. Weiter geht's mit 80 Lumen. . 300 Lumen. Den Baum, den ihr da im Hintergrund seht, ist ca. 25 Meter von mir entfernt. Dann geht es weiter mit 800 Lumen. Die große Linde, die ihr dort seht, ist ca. 50 Meter entfernt. Und den Turbo-Modus mit 2000 Lumen. Schönes spottiges Licht, kaltweißes Licht. Ich habe hier die Ausführung mit 6500 Kelvin. Ich denke, das ist eine tolle Leistung für diese kleine taktische EDC-Taschenlampe. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern, was hier rauskommt. Machen wir nochmal den Stroboskop. Ziemlich heftig sogar. Turbo. Wie gesagt, die Linde ist 50 Meter circa von mir entfernt. Die Bäume, die ihr dort im Hintergrund seht, sind circa 100 Meter entfernt. Also mich hat die Sofern SC31T auf jeden Fall überzeugt. Ich hoffe euch auch. Den Amazon-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Im besten Fall meinen Kanal abonnieren. Bei mir geht es hauptsächlich um Hochleistungstaschenlampen. Da versuche ich jede Woche 1 bis 2 Videos zu veröffentlichen.
Ihr hört auf jeden Fall von mir. Macht's gut. Ciao, ciao.